Schneverdingen sagen wir herzlich willkommen zu den lustigen Musikanten. Und wir alle sind heute mit dem Radl da. Wir befinden uns nämlich auf dem Teeshof in Snevern in Schneverdingen in der Lüneburger Heide. Und in dieser wunderbaren Landschaft wäre ein Auto wirklich fehl am Platz. Deshalb trifft man hier auch noch allerorten zwei Räder, zwei Beiner, Heidschnucken und ab und zu einmal einen Esel. Ein Esel? Also, womit ich nicht gemeint bin, oder? Damit ist nämlich ein Lastesel gemeint. Das ist ja neben dem Hund heute noch zu den Wanderschafherden gehört. Genau, und die Schafe, die heißen hier Heidschnucken. Und wissen Sie, warum die Heidschnucken heißen? Warum heißen die Heidschnucken? Weil sie so gerne schnucken. Und Schnucken bedeutet so viel wie naschen. Aha. Und naschen tun sie besonders gerne an der Erika. Ach, wenn ich doch ein Schaf wäre. Ja. Vom Esel ja. Zum Schaf? Ja, na, ich meine nur. Ja. Also das hört sich ja für uns Männer besonders gut an, an der Erika zu naschen. Nur leider ist die Erika keine schöne Frau, sondern das Heidekraut.
Ja, das hier gerade ringsherum in der Heide so wunderbar zu blühen beginnt. Und uns blüht jetzt wunderschöne Musik und den Auftakt gestaltet jetzt bereits Conny Dellner und seine Originalkapelle Egerland. Und weiter geht's jetzt mit den Mühlenhofmusikanten. Ein Lied, das richtig schön für den heutigen Abend hierher passt. Wir feiern heute ein schönes Fest mit Ihnen. Also dann, auf geht's. Jetzt geidert richtig los ins Nebel. Unterwegs, wo man singt, wo man lacht, Musikanten unterwegs.
zu Hause in Sachen Musik vielerorts unterwegs. Die Quirle aus Oberlausitz, Katrin und Peter. An der Entstehung der Heide, liebe Zuschauer, sind die Lüneburger schuld. Ja, wer hätte denn das beispielsweise gewusst? Denn die Lüneburger hatten in ihrer Stadt eine Salzquelle. Und Salz, das war im Mittelalter der einzige Konservierungsstoff und somit im wahrsten Sinne des Wortes weißes Gold. Um dieses Salz zu gewinnen, musste man die Sohle sieden. Und als Feuerholz verwendeten die Lüneburger die Wälder in ihrer Umgebung. Und so allmählich verschwanden damit die Eichen und Buchen und machten Platz für dieses wunderbare Heidekraut. Ja, und welche Schönheiten aus diesem sozusagen Kahlschlag entstanden sind, das schauen wir uns jetzt in einem Filmbeitrag an. Wunderschöne Musik, herrliche Eindrücke. Genießen Sie diese herrlichen Bilder. So schön ist Deutschland. Eine wahrhaft wunderschöne, märchenhafte Landschaft. Viele Märchen, meine Damen und Herren, stammen ja speziell aus der Heide. Ja, zum Beispiel aus der Sammlung der Gebrüder Grimm, die entstanden, also viele davon, hier in der Heide. Und heutzutage passen sie vielleicht auch noch hierher. Vor allem, wenn uns die Männer wieder ein Märchen aufbinden wollen, da kommt der Gurte irgendwann wieder mal recht spät heim und dann behauptet er, er wäre auf einem Open-Air-Festival der Bremer Stadtmusikanten gewesen. So. Wo war er? Eine neue Idee. Wo war er? Wo war ich denn? Mit der goldenen Gans in einer Disco. Ich danke dir. Dabei wollten wir von einer märchenhaften Karriere reden, Marianne. Und die hat ein junger Bursche hingelegt, der gerade mal 18 Jahre alt geworden ist. Mit 3 Jahren hat er sein erstes Instrument gespielt. Mit 14 hat er bereits den Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Heute ist er bei uns. Jung, erfolgreich, talentiert, fleißig und vor allen Dingen sehr, sehr sympathisch. Begleitet wird er vom Orchester Otti Bauer. Und hier ist für Sie Dirk Schiefen. Thank you.
Heute Abend wird hier nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet, und zwar so wie vor circa 200 Jahren. Herr Rainer Bautsch, Sie sind der Vorsitzende des Schwalinger Traditionsvereins. Wie spricht man eigentlich den Namen Ihres Vereins jetzt richtig aus? Im Blatt, bitte. Auf Blatt heißt das Mollenhauer und Schläfkerls und Jümmer Frauenslü und Schwagen. Habe ich total verstanden. Komm, was heißt denn das bitte auf Hochdeutsch? Ja, auf Hochdeutsch heißt Molle hölzerne Schüssel oder hölzernen Troch. Und der Begriff Schläf steht für Holzlöffel. Und das ist alles. Und was Sie in der Hand haben, was ist das jetzt? Das ist eine kleine, gefertigte Molle. Wird die noch extra behandelt mit einem Lack oder sowas? Nein, sie wird unbehandelt in Gebrauch genommen. Also das ist jetzt eine Molle. Und wie so eine Molle hergestellt wird, das schauen wir uns jetzt mit Ihren oder bei Ihren Kollegen an. Und da gehen wir einfach da mal rüber. Sie wollen mir bitte unauffällig folgen, denn die ersten sägen bereits an einem Stamm. Um welches Holz handelt es sich hier? Und was wird da gerade gemacht? Mollen und Schläfs werden aus Pappelholz hergestellt. Die Pappel ist bekanntlich ein Weichholz und wächst gerade in unserer Region in Aueniederungen. Das ist also ein Teil, daraus wird die Molle bearbeitet. Aber das ist jetzt keine Molle, wie ich das sehe. Gehen Sie einmal darüber. Ja, dann hat man vielleicht ein besseres Bild. Was passiert denn hier? Sieht man nicht nach einer Molle aus. Der Kollege ist gerade dabei, den berühmten Schläf herzustellen. Er benutzt dabei ein altes Handwerkszeug, das bereits über 150 Jahre alt war und die Reise nach Amerika und wieder zurück angetreten hat. Das ist ein sogenannter Deisel, auf Plattdeutsch. Deisel. Ein Deisel. Auf Hochdeutsch heißt das Dechsel. Ein Dechsel. Also gut, jetzt wissen wir, was ein Dechsel ist, nämlich ein Deisel. Ne? Alles klar. Das ist ein Slave, ein Löffel. Den hat man nicht zum Essen verwendet, nehme ich an, oder? Nein, der wurde früher bei der Hausschlachterei beim Wurstkochen in größerer Ausführung benutzt. Und zwar kann man ja nicht mit bloßen Händen die Wurst umdrehen im heißen Kessel, sondern dafür wurde ein Schläf benutzt. Okay, wir gehen jetzt hierher. Ah, jetzt kann ich mir das auch vorstellen, wie so eine Molle entsteht. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Der Kollege ist dabei, eine kleine Molle herzustellen, benutzt auch den Deisel und ist in der Hälfte ungefähr mit seiner Arbeit bereits vorangeschritten. Und hier rechts auf dieser Bank, was macht dieser Kollege? Der Kollege ist bei der Endproduktion und hat auch ein altes Handwerksgerät, ein Rundmesser, und ist dabei, die Innereien von der Pappel zu befreien hier. Ja, und was ist denn dann geschehen mit diesen Mollen und Slaves, wenn die fertiggestellt waren? Die Schwalinger Mollen und Schläfkerls sind auch bekannt als Kiepenkerls. Kiepenkerl. Haben in den vorherigen Jahrhunderten lebhaften Handel und Wandel getrieben. Nicht nur in unserer Region, sondern bis weit hinein nach Holland. Und da wurden diese Waren, die von euch oder in dieser Region hergestellt wurden, dann verkauft. Das ist aber etwas Größeres. So etwas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Was ist das? Das ist auch keine klassische Molle, sondern das ist eine Sonderbestellung, wenn man so will, unser erstes Unikat. Hier hat der Auftraggeber vor, seine Gäste bei einem Buffet zu erfreuen, wenn er draußen im Garten eine Party gibt. Damit will er seine ganzen Waren hier präsentieren und benutzen. Ja, also ich sag ganz ehrlich, würde mir auch gefallen, würde ich mir gerne anschaffen. Aber ehrlich gestanden, ich habe nicht so einen großen Geschirrspüler daheim. Ich bringe das nicht unter. Das ist unser Problem. Ich möchte mich ganz besonders herzlich bei Ihnen, Herr Bautsch, bedanken für diese wunderbaren Ausführungen. Vielen Dank. Gern geschehen. Und jetzt sind die Damen dran. Damals gab es auch keinen Geschirrspüler. Damals musste man alles per Hand machen. Und die Heidebäuerin, die mussten einfach das Zubrot mitverdienen in Form von Handarbeit. Denn sie hatten allesamt eine schwere Zeit und ein wirklich karges Einkommen. Und sie taten das, indem sie Flachs- oder Schafswolle verspannen und sie später dann auch verarbeiteten. Und die Schwalinger Traditionsverein, die Damen jetzt im Speziellen, die zeigen uns, wie das früher so zugegangen ist. Wir sind jetzt gerade mal beim Flachs. Das ist der Flachs in der Urform, wie er wächst. Ist schon getrocknet und auch, glaube ich, geröstet. Haben Sie mir das schon erzählt? Wie geht es dann weiter mit dem Flachs? Ja, das ist die Flachsbrate und da wird der Flachs dann mitgebrochen. Mit viel Liebe und sehr, sehr langwierig gebrochen. Und weich gemacht. Und wird weich gemacht. Und dann sieht man ihn hier schon am Spinnrad aufgesteckt und dann
gibt es das berühmte Spinnrad und da wird der Fach, der ist jetzt ganz dünn, kann der nicht reißen. Ja, der kann auch reißen, aber das macht nichts, den spinnen wir wieder an. Man braucht ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl, denn diese Fäden wurden ja dann später auch verarbeitet. Die wurden zu Leinen verarbeitet, das wurde gewebt. Zu Leinen, Kleidungsstücke, Betttücher, Handtücher und dann war natürlich ganz wichtig auch die Schafwolle. Und da sehen wir schon wunderschöne Exemplare, blütenweiß. Wie geht denn das vonstatten? Das Schaf, das wird geschoren und dann wird die Wolle gewaschen und anschließend wird die Wolle versponnen und dann kann man aus zwei Fäden stricken. Aus zwei Fäden gleich stricken? Dann ist es haltbarer für Strümpfe. Und wärmer. Na, schauen wir uns doch gleich mal die wollenen Sachen an. Zwei rechts, zwei links, das werden nämlich doch an? Das wären die Socken. Die Socken, für die Männer, für die Kerles. Und was wird das Schönes? Das waren Wollen-Underbergs. Eine wollene Unterhose. Ha, die Gäste haben gelacht, sie haben es verstanden. Und wenn die denn fertig ist, dann ist die so richtig schön. Ich nehme an, das ist nur für die Frunzlüt, für die Frauen. Ja, das ist für die Frauen. Die sind für uns sehr gut, wenn wir so auf dem Handwerkermarkt sind. Das ist mitunter ganz schön kalt. Und dann können wir die anziehen. Also moderne Hotpants heutzutage oder genau. In vergangenen Jahren. Genau so ist es. Ich finde es ganz toll, dass es diesen Traditionsverein noch gibt. Die Tradition und die perfekte Handwerkskunst für uns aufrechtzuerhalten. Heutzutage ersetzen alles Maschinen. Damals wurde alles noch per Hand gemacht und wir bedanken uns ganz herzlich. In diesem Fall bei den Kerles, bei den Fronslüt und natürlich bei unseren Akkordeonspielern des Schwalinger Traditionsvereins. Heutzutage ist es alles ein kleines bisschen anders. Obwohl so ganz anders ist es auch nicht, denn sie spinnt sich ihre Fäden. Er verstrickt sich vielleicht in feurigen Versprechungen, dann wickelt sie ihn um den Finger und dann geht's den Männern so wie dir. Ja. Hand in Hand mit mir. Weißt du noch beim allerersten Kuss? War lauter Scheuers rote Wangengrill. Und als das erste Lied in unser Klang, da hab ich gewusst, ich bin in dich verliebt. Du warst voller Träume, so wie ich, hast den Traum für mich zur Wahrheit gemacht. Dass das Leben uns so gut gesinnt ist, hätten wir niemals gedacht. Du, dann möchte ich Hand in Hand mit dir, genau wie damals Nacht. Spazieren gehen, allein mit dir die Sterne am Himmel sehen. Nur mit dir möchte ich das gern erleben. Schaust du mir dann tief in die Augen, möchte ich um euer Luftschloss bauen. Möchte sagen, ich hab keinen Tag bereut. Dann nehm ich dich in meinen Arm und uns beiden wird so warm. Du, ich wünsch mir, dass es alle Zeit so bleibt und der da oben auf dem Weg durch unser Leben zeigt. Ich hab immer gewusst, wir zwei können zusammen, doch manchmal kann sich doch ein Mensch verirren. Die Neugier wurde kleiner als die Angst, dich wegen einer Dummheit zu verlieren. Sowas gibt es überall im Leben und jeder kann es selber spüren. Wer sich gern hat, muss auch mal verzeihen, so soll es für immer sein. Und dann möchte ich Hand in Hand mit dir, genau wie damals nachts spazieren gehen, allein mit dir die Sterne am Himmel sehen. Nur mit dir möchte ich das gern erleben. Schaust du mir da tief in die Augen, möchte ich um euer Luftschloss bauen. Möchte sagen, ich hab keinen Tag bereut. Dann nehm ich dich in meinen Arm und uns beiden wird so warm. Du, ich wünsch mir, dass es alle Zeit so bleibt und der da oben auf dem Weg durch unser Leben zeigt. Dann nehm ich dich in meinen Arm und uns beiden wird so warm. Nur ich wünsch mir, dass es alle Zeit für uns.
Ja, das ist schön, danke schön. Wenn Sie mir ein bisschen Platz frei machen, dann mache ich es wie die Heidschnucken. Ich schnuckel mich da ein bisschen da dazu. Er rutscht immer weiter weg. Na, keine Sorge. Langt. Genau. Ja, liebe Gäste, wir haben heute wieder eine ganz junge Gewinnerin eingeladen, die anlässlich des Preisrätsels der Lustigen Musikantenzeitung gewonnen hat. Das ist unsere Simone Huber, 16 Jahre jung. Grüß dich Gott. Grüß Gott. Mama mia. Sie hat vorher am Nachmittag schon geweint. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe das schon mal gesagt. Aber so ein Interview ist sehr, sehr schwer. Ich weiß es. Mach dir keine Sorgen. Du hast auch als Unterstützung deine Oma Huschle mitgebracht. Sag einmal, wo kommst du her? Aus Offenburg. Aus Offenburg hast gerade Ferien. Was hat dich eigentlich bewogen, die Zeitschrift Lustige Musikanten zu kaufen? Ja, also ich mag die Musik und in der Zeitschrift, da fährt man auch mehr über die Stars. Und das. Welche Stars interessieren dich jetzt im Speziellen? Also eigentlich mache ich keinen so großen Unterschied, weil ich finde eigentlich alle gut. Aber vor allem also Castro oder Spatzer. Genau, das dachte ich mir, der Norbert Rier, gell? Das ist ein netter Kerle. Du hast also nicht nur diese Reise zusammen mit der Oma Huschle gewonnen, dir macht Spaß hoffentlich, das alles mal mitzuerleben, sondern auch viele Geschenke. Die darfst du mit nach Hause nehmen und viel davon erzählen deinen Klassenkameraden. Jetzt schau her, wer sie bringt, die Geschenke. Ein Kippenkerl, sagt man. Ein das Kippenkerl. Ist der Kippenmichel. Ja, genau definiert. Michael, knie dich da mal nieder, bitte schön. Bitte? Bitte knie dich da nieder, tu mir den Gefallen. Was soll ich? So ist mir. Da, am Boden. Willst du in meine Bucke kraxen, knick voll Demut, ich die Haxen. Simone. Hast du das gesehen, wie man das macht, wie man einen Mann in die Knie zwingt? Ja, aber also, denk dir nichts, das geht nur einmal. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Hast du Geschwister noch? Ja. Wie viel? 3 Stück. Jesus, na, das macht ja Spaß. Alle älter oder jünger? Also jünger. Jünger, da bist du die Ältere. Oh Gott, da muss man natürlich auch einiges aushalten. 2 Lumus und weiter geht's natürlich mit dem Jahresabonnement der Lustigen Musikanten und der neuen Ausgabe der Lustigen Musikanten. Das darfst du alles mitnehmen. Ja, also da darf ich auch was dazu sagen, aber das mache ich dann im Sitzen, weil mit der Kippe da hinten drauf. Magst du, dass wir noch Platz haben für dich? Ich wünsche mir, in meiner Kippen wären lauter Piepen. Also, nee. Darf man so ein bisschen hinschnuckeln? Das reimt sich zwar, aber das entspricht nicht der Realität. Die neue Zeitschrift, die Lustigen Musikanten. Als Titelblatt unsere Freunde, die Flippers, der Erfolg der späten Jahre. Unglaublich erfolgreich und natürlich sehr, sehr interessante Themen. Zum Beispiel Walter Scholz, der auch einmal zu Wort kommt unter dem Motto, jetzt rede ich dann wunderschöne Bilder über die Landschaft hier in der Lüneburger Heide. Man muss es eigentlich einfach einmal gesehen haben, auch hier vielleicht einmal Urlaub machen und da kann man wirklich nachschauen, wie schön es tatsächlich in der Heide ist. Und aber nicht ganz nur dieses. Großen Erfolg verbuchen konnte diese Zeitschrift anlässlich unseres Nachwuchswettbewerbs. Über 280 Einsendungen in Form von einer Musikkassette oder Video haben wir bekommen. Es war wahnsinnig schwer, eigentlich einen Sieger rauszusuchen. Tja, und während Sie Luft holt, komme ich dran. Alles klar, dann stimmt wieder das Thema. Wir haben nicht nur einen Sieger, das heißt, die Jury hat nicht nur einen Sieger auserkoren, sondern gleich deren 4. Ja, und die ersten Sieger, ein Pärchen, dürfen wir Ihnen heute vorstellen. Sie kommen beide aus dem Emsland. Barbara und Thorsten heißen die beiden mit Vornamen. Ihr Titel heißt Ich bin ein Kind im Wind geboren. Freuen Sie sich, Sie sind zum ersten Mal im Fernsehen. Geben Sie den beiden die nötige Unterstützung, die sie brauchen. Das Nordland-Duo. Dort hab ich gespielt und ich hab mich hier niemals allein gefühlt. Ich bin ein Kind
Kind geboren, zu Hause am Meer, wo weißer Sand das Land berührt. Ich bin ein Kind hier aus dem Norden, wo jeder Mensch noch die Liebe zur Heimat spürt. Ich bin ein Kind im Wind geboren, zu Hause am Meer, wo weißer Sand das Land berührt. Ich bin ein Kind hier aus dem Norden, wo jeder Mensch noch die Liebe zur Heimat spürt. Manchmal sitz ich vor dem Haus, schau den Booten zu. Fischer ziehen weit hinaus, stolz trägt sie die Flut. Menschen wie das Meer, rau und sanft zugleich. Denn das Leben hier, das ist nicht immer. Im Wind geboren, zu Hause am Meer, wo weißer Sand das Land berührt. Ich bin ein Kind hier aus dem Norden, wo jeder Mensch noch die Liebe zur Heimat spürt. Ich bin ein Kind im Wind geboren, zu Hause am Meer. Ihr beide seid also einer der vier Sieger aus dem Talentwettbewerb der Zeitschrift Lustige Musikanten. Ihr kommt beide aus dem Emsland. Habt ihr eigentlich schon gefeiert, euren kleinen Sieg? Ich denke mal, das ist noch ein bisschen zu früh. Wir wollen jetzt mal abwarten, wie wir hier angekommen sind. Ja, Gott, ja, du bist gut angekommen. Du kannst sicher sein. Ganz klar. Was macht ihr denn beide beruflich? Ich bin vom Beruf Arzthelferin und arbeite beim Internisten. Da geht man natürlich gern zum Arzt, wenn er so eine hübsche Assistentin da ist, oder? Und was machst du beruflich dort? Ich arbeite bei der Deutschen Bahn im Sicherungsdienst. Und da kann man ziemlich sicher sein, wenn du auf der Strecke bist. Sollte man eigentlich. Also in jedem Fall bin ich sicher, dass wir heute nach der Sendung noch ein bisschen nachfeiern. Wir wünschen euch in der Künstlersprache, ist ja toi, 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 viel Glück. Und ich bin sicher, alle guten Wünsche von unseren Gästen hier und natürlich allen Fans der Lustigen Musikanten sind euch gewiss. Viel Glück, viel Spaß. Ja, wie das Nordland-Duo uns von Windwellen, weißem Sand, Strand vorschwärmte, so singen wir gerne von den Bergen in unserem herrlichen Bayernland. Und hier natürlich in Schneverdingen schwärmt man von der Heide. Da stellt sich dann wirklich die Frage, wo ist es am schönsten in Deutschland? Und diese Antwort geben uns jetzt Maria und Margot Hellwig. Wo ist es am schönsten in Deutschland? In Bayern oder am Rhein? Wo ist es am schönsten in Deutschland? Das kann an der Worte kann sein. Wo hast du die Täler im Schwarzwald, die Blühen der Heide gesehen? Die rauschenden Wellen der Nordsee, dann kannst du die Frage verstehen. Wo ist
ganzen Welt kannst du sie sehen, wenn sie bei ihrer Herde stehen. Ihre Sprache, sie ist ganz verschieden, doch eines ist überall geblieben: das Glück und das Zufriedensein. Schäfer auf der ganzen Welt leben unter Himmelszelt, sind draußen bei Tag und Nacht, halten bei den Schafen Wacht. Dort sind sie in die Einsamkeit und allein, denn in Gedanken sind sie überall daheim. Einzige Sorge gilt der Herde und was aus ihnen morgen wohl werde. Ihre Kleidung, die ist zwar verschieden, doch eines ist überall geblieben: das Glück und das Zufriedensein. Schäfer auf der ganzen Welt leben unterm Himmelszelt, sind draußen bei Tag und Nacht, halten bei den Schafen Wacht. Dort sind sie einsam und allein, denn in Gedanken sind sie überall daheim. Sie werden einander wohl nie sehen, doch in Gedanken sie sich verstehen. Ihre Welten, die sind zwar verschieden, doch eines ist überall geblieben: das Glück und das Zufriedensein. Schäfer auf der ganzen Welt leben unterm Himmelszelt, sind draußen bei Tag und Nacht, halten bei den Schafen Wacht. Dort sind sie einsam und allein, denn in Gedanken sind sie überall daheim. Schäfer auf der ganzen Welt leben unterm Himmelszelt, sind draußen bei Tag und Nacht, halten bei den Schafen Wacht. Das waren die Schäfer, die einzige Gruppe der Welt, die die Hitparaden barfuß erobert. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, wenn Sie hinschauen zur Gruppe ganz rechts außen, das bildhübsche Mädel, ja, die war heute Nachmittag bei den Proben nicht so sicher auf den Beinen. So ganz nach dem Motto Pleiten, Pech und Pannen. Schauen Sie sich jetzt einfach diesen Film an, der jetzt kommt, und achten Sie bitte auf die rechte Bildschirmrandseite. Da kommt nämlich ein Esel daher. Schäfer auf der ganzen Welt leben unterm Himmelszelt, sind draußen bei Tag und Nacht, halten bei den Schafen Wacht. Dort sind sie einsam und allein, denn in Gedanken sind sie überall daheim. Schäfer auf der ganzen Welt. Ja, wir sind hier in der Heide und das ist Anke, ihres Zeichens Schäferin. Und das ist die Übeltäterin, die Eselin Pinta, die vielleicht was gegen Frauen hat. Ah nein, sie tut dir doch auch nichts. Aber die Gabi hat's umgeschmissen von den Schäfern. Wahrscheinlich hat's was Gutes in der Tasche gehabt. Ah. Ein Bonbon oder ein Stück Brot. Wie kommt man dazu, Schäferin zu werden? Also bei mir war es Zufall. Reiner Zufall. Und wie schaut Zufall. So ein Zufall aus? Ich habe meinen Chef, den Günter Beuse, in Berlin auf dem Markt kennengelernt. Hat er mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, im Winter so eine Lammzeit mitzumachen im Stall. Habe ich gemacht und bin dabei geblieben. Und wie lange schon? 13 Jahre. Und es macht Spaß? Oh ja, natürlich. Tag und Nacht bei Wind und Wetter. Ja. mit einer störrischen Eselin. Also von einer Eselin sage ich jetzt einmal als Übeltäter zu einem anderen Übeltäter. Er hat nämlich die Anke zur Schäferin gemacht oder überzeugt davon. Das ist der Günter Beuse in einer wunderschönen Schäfertracht. Wie viele Schafe haben Sie denn? Das sind hier 300. Kann man eigentlich von der Schafzucht heute noch leben?
Ja, wenn man das Fleisch vermarktet und wenn man, wie wir es machen, Landschaftspflege mit den Tieren betreibt. Wir erhalten mit den Tieren durch Verbiss die Heideflächen. Und ist es, sind es immer 300 Stück oder sind es auch mehr? Nein, das sind im Sommer 300 und im Herbst wird die Hälfte geschlachtet und dann durch Lamm gibt es im nächsten Jahr wieder... Also wenn die Jungen kommen, gibt es dann wieder 150 Junge oder so, dann hat man wieder 300 Stück. Wie viele Hunde sind denn bei so einer Herde nötig? Zwei Hunde. Für 300 Schafe zwei Hunde. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. In der Künstlersprache sagt man ja toi, toi, toi. Euch wünsche ich eine gute Weide und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und jetzt freuen wir uns auf einen Stargast, der von der Heide singt, aber auf der ganzen Welt zu Hause ist. Ob in der Carnegie Hall in New York oder an der Deutschen Oper Berlin. Herzlich willkommen, Ludwig Baumann. Versunken ist die Frühlingszeit, kein Vogel singt im Lindenhain. Die Welt verliert ihr Blütenkleid und bald wird Winter sein. Verlassen ist der holde Strauch an dir. Es fliegt ein Duft, der wie ein Hauch aus fernen Tagen ist. Auf der Heide in den letzten Rosen braune Blätter fallen mit vom Baum und der möcht einmal noch ein Mädel kosen, möcht vom Frühling träumen und vom Glück. Auf der Heide bin die letzte Rose, ach, die Jugendzeit wird nie zurück. Blühen die letzten Rosen, wohl eines der schönsten Heidelieder überhaupt von Robert Stolz und wunderbar einfühlsam vorgetragen von Ludwig Baumann. Er ist auch Initiator der Rosenheimer Festspieltage und so finden auch im nächsten Jahr im Monat Juli in der Nähe von Bad Endorf am Chiemsee eben die Rosenheimer Festspieltage statt. Für Klassikinteressierte ein Termin, den man sich vormerken sollte. In der Heide, liebe Zuschauer, gibt es auch viele Fabelwesen, mordsmäßige Riesen, Hunde mit glühenden Augen, Hexenmädchen, Ritter ohne Kopf, naja, was soll ich sagen? Und jetzt, im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms, bekommen diese Fabelwesen in der Heide Unterstützung aus Tirol. 6 Exemplare der sagenumwobenen Wulpertinger haben sich angemeldet. Musikalisch-moralische Unterstützung geben sie mit ihrem neuesten aktuellen Hit. Wir sagen grüß dich und hier sind die Wulpertinger. Wir sagen hi und hello, hier da drüben irgendwo. Wir sagen grüß dich, gesetz dich her. Wir sagen tschüss und ciao, weil wir wissen genau, wir die Gott. Das ist viel mehr. Wir sind zwar manchmal okay, was das heißt, was man geht, ist schon gut, ist schon recht.
Wir haben einen Klang in der Sprache. Du, da denk ich nicht nach. Alles noch nicht. Alles noch nicht. Sein Vater gehört, das ist ein Heid, was wert, so reden jetzt mir. Das hat die Mutter von der Mutter ihre Töchter gehen und sagt, das ist fürs Leben, vergiss das nie. Wir sagen nicht Hi und Hello, geh da drüben irgendwo. Wir sagen grüß dich, geh setz dich her. Wir sagen nicht Tschüss und nicht Ciao, weil wir wissen genau, für die Gott, das ist viel mehr. Wir sind zwar manchmal okay, was das heißt, was man eh, ist schon gut, ist schon recht. Wir haben einen Klang in der Sprache, du, da denk ich nicht nach, alles noch echt, alles noch echt. Und wenn die anderen alle so, dass ich von gestern bin, da hör ich gar nicht hin. Wir sind vergänzlich und vergänzlich, Gott ist mir unmodern. Da braucht man nichts erklären, wir sind voll schuld. Wir sind nicht Hi und Hello, wir da drüben irgendwo. Wir sind grüß dich, geh setz dich her. Wir sind nicht Tschüss und nicht Ciao, weil wir wissen genau, für die Gott, das ist viel mehr. Wir sind zwar manchmal okay, was das heißt, was man eh, ist schon gut. Ist schon recht, wir haben einen Klang in der Sprache. Du, da denk ich nicht nach, alles noch echt, alles noch echt. Wir sind nicht Hi und Hello, wir da drüben irgendwo. Wir sind grüß dich, geh setz dich her. Wir sind nicht Tschüss und nicht Ciao, weil wir wissen genau, für die Gott, das ist viel mehr. Ja, wir sind grüß dich, geh setz dich her. So, und jetzt kommen wir zum Thema Hochzeit. Was fällt dir denn zu diesem Wort ein, Mariandl? Also zur Hochzeit fällt mir viel ein. Wenn es nicht höchste Zeit ist, dann kann die Hochzeit das schönste Fest in einem Leben sein. Das ist ja kein Wunder bei so einem Ehemann wie mir, ne? Es gibt ja auch noch andere Stimmen, ne? Die behaupten, bei einer Hochzeit, da versuchen zwei zusammenzuleben, um Probleme zu lösen, die sie alleine gar nicht gehabt hätten. Ja, so, so ist das Leben. Trotzdem ist es immer wieder ein interessantes Thema. Und vor allem vor 200 Jahren war das ja auch ein interessantes Thema und da war es wunderschön anzusehen und das können wir jetzt nachverfolgen, wie das eben früher war, vor 200 Jahren, speziell jetzt in der Heide. Und es zeigt uns jetzt der Schäseler, der Original Schäseler Trachtenverein mit dem Tanz Schäseler Bunter.
und dann Song, bis hieß in unserem Herz davon. So sang die Orphan Flow und Musi ist mit uns drei so. Wir spielen halt für euch auf und hauen so richtig drauf. Ah, echte Musi, liebe Leila, echte Musi ist mein Freund, wenn alles klatscht und alles singt, hab ich es mal darum. Jetzt sag's euch, wie man Gaudi macht. Und wenn das Herz ein Dummer lockt, dann sag ich's noch einmal, ihr Leid. Ah, echte Musi ist mein Freund. Spült die drei für euch auf, das hört euch bis zum Himmel nach. Ah, echte Steirer Klang, das ist halt was, das gibt's schon lang. Ach, hör die Polka drauf, da stecken alle Leid gleich auf. Das ist für alt und jung, das macht's a richtig Schwung. Ah, echte Musi, liebe Leila, echte Musi ist mein Freund. Wenn alles klatscht und alles singt, da fisches Mal a Lummer wind. Mir sagen's euch, wie man Gaudi macht. Und wenn das Herz a Lummer lockt, dann so ist noch einmal ihr Leid. Ah, echte Musi ist mein Freund. Mit ihrer echten Musi, unser Edelseher-Trio aus der schönen grünen Steiermark. Und wir bei den lustigen Musikanten sind heute absolut steigerungsfähig. Wir haben nämlich jetzt ein Quartett für Sie dabei, einen flotten Vierer, sehr erfolgreich. Maria und Margot Hellwig und die zwei vom Duo Treibsand. Für Sie die drei weißen Birken. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen, drei weiße Birken, die möcht ich wiedersehen. Denn dort, so weit von hier, in der grünen, grünen Heide, da war ich glücklich mit dir, und das vergesse ich nie. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen, drei weiße Birken, die möcht ich wiedersehen. Ein Abschied muss nicht für immer sein, ich träume noch vom Glück. Es grünen die Birken im Sonnenschein und sagen, du kommst zurück. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen, drei weiße Birken, die möcht ich wiedersehen. Denn dort, so weit von hier, in der grünen, grünen Heide, da war ich glücklich mit dir, und das vergesse ich nie. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen, drei weiße Birken, die möcht ich wiedersehen, die möcht ich wiedersehen. Danke an du, Treibsand, danke Maria und Margot Hellwig und schon schwuppdiwupp. Ja, die Treibsand sind weg und jetzt sind wir wieder ein flotter Vierer. Ja, richtig, ja. Schön. Es hat einen ganz besonderen Grund, ihr zwei, warum wir jetzt uns da hineingemogelt, hineingeschnuckelt haben. In der Heide sagt man das so. Wir haben endlich mal die Gelegenheit,
Danke zu sagen, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben uns so oft schon gesehen, aber noch nie haben uns eigentlich dafür bedankt, dass du eigentlich schuld an unserer Karriere warst. Du hast den Nachwuchskünstlern immer die Chance gegeben, aufzutreten in deinen Sendungen. Die Musik kommt früh, übt sich. 1975, kannst du dich noch daran im Speziellen erinnern? Ja. Und da war ein besonders hübsches Pärchen und ein begabtes, und das hieß Marianne und Michael. Oh ja, danke schön. Ich weiß auch noch ganz kurz, ich werde es nie vergessen, wir waren so aufgeregt, vom Kopf bis zum Fuß haben wir gezittert. Ja, ich auch. Ja. Und, aber ich weiß noch, was ihr gesungen habt. Welches Lied wir gesungen haben? Die bayerischen Berge und das bayerische Land sind wohl bekannt, als Paradies. Genau, ja, ja, das halt noch immer. Ja, und wir haben uns einfach gedacht, wenn die Gelegenheit schon einmal da ist, und es ist halt günstiger, als es jemals war, dann dürfen wir beide uns ganz im Speziellen bei dir, Maria, mit einem winzig kleinen Blumenstrauß bedanken. Aber ich finde, er ist recht schön geraten. Maria, du hast es wirklich verdient. Wir sagen Danke an dieser Stelle. Du hast so viele Talente gefördert. Und ich weiß, du hast sehr, sehr viele Schicksalsschläge hinter dir. Es kann eigentlich nur noch aufwärts gehen. Viele, viele Aufgaben warten auf euch beide. Toi, 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 Gesundheit, das ist das Aller, Allerwichtigste. Danke. Und euch wünsche ich weiterhin so viel Erfolg. Danke. Danke. Wir brauchen auch euch beiden ganz herzlichen Dank, Margot und Maria Hendrik. Danke dir. Dankeschön. In der Heide, nach Hause lasst uns gehen. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Rauschen, sie rauschte durch das Korn. Ich hörte mein Feind sie klagen, sie hätte ihre Lieb verloren. Ich hörte mein Feind sie klagen, sie hätte ihre Lieb verloren. So weilen wir beide miteinander und finden ein Grenzlein. So weilen wir beide miteinander und finden ein Grenzlein. Der Schnee, er ist geschmolzen, das Wasser läuft dahin. Kommst hier aus meinen Augen, kommst hier aus meinem Sinn. Kommst hier aus meinen Augen, kommst hier aus meinem Sinn. Kommst hier aus meinem Sinn. Schöne alte Volksweise, Volksgut. Es dunkelt schon in der Heide, schön langsam dunkelt es auch bei uns in der Heide. Lange Zeit führte ja der alpine Süden sozusagen das Regiment in der volkstümlichen Musik, aber das dauerte Gott sei Dank nicht allzu lange. Dann meldeten sich die Nordlichter, es ging ihnen sozusagen ein Licht auf und sie haben gesagt, wir sind auch wer, wir machen auch eine tolle Musik. Und wir begrüßen jetzt eine Gruppe, die wieder sprichwörtlich dasteht für hohe Musikalität. Sie haben dabei einen Rucksack voller Leder, einen Rucksack voller Lieder. Für Sie die Gruppe Spielwag. Mit
den Rucksack voller Leder, trecken wir durch unser Land und sind uns schon mit manchem Stück bekannt. Wir sind unsere Leder von Lütte, Land und Meer und Menschen, da gefallen da sind wir noch Betten mehr. Riesenkinder, als wir sind, leben Farben im Gebiet. Wie mögen in den Klönen des Dorn und tanzen auf den Dieg, wie unser flache Land, wir sind so lieb. Mit dem Rucksack voller Leder trecken wir durch unser Land und sind doch schon mit manchem Tritt bekannt. Wir sind unsere Leder von Lütte, Land und Meer und wenn schon das Gefallen deint, sind wir noch netten mehr. Der Sommermorgen ist wunderschön in unser Friesenland. Wie vorn mit Schiff und Barbecue am Strand. Ob des Segeltörnet Hammer singt wie Leder von das Land und blieb dort wie alt die Goldefrin. Mit dem Rucksack voller Leder trecken wir durch unser Land und sind doch schon mit manchem Trick bekannt. Wir sind unsere Leder von Lütte, Land und Meer und wenn schon das Gefallen deint, sind wir noch Welten mehr. Im Haus den Quisch, die Götter, Babyen sind im Beruf. Der Winter zieht nicht überall den Schnee. So Phelion sind wie der Sommer und singen auf ihr verdient. Uns Rucksack voller Leder ist doch viel. Liebe Zuschauer, begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, eine Dame aus dem Norden, die zum Norden gehört wie das Meer und der Wind. In über 200 Fernsehaufführungen hat sie das Plattdeutsche bekannt und populär gemacht. Mit viel Charme, Herz und Witz ist sie zu dem geworden, was sie heute ist, nämlich die Heidi der Nation. Heute bei uns in der Heide, Heidi Kabel. Herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen, liebe Heidi. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass es geklappt hat, liebe Heidi. Nur zwei Tage hat sie abzwacken können für unsere lustigen Musikanten, denn sie sind ja eine vielbeschäftigte Frau. Wann sieht man sie wieder? Im Fernsehen oder am Theater? Also demnächst bin ich im Fernsehen mit den Unsorgs. Das ist eigentlich nur Fröhlichkeit, Heiterkeit und etwas Quatsch. Und im Theater? Ja, das ist im Theater. Ah ja, und dann im Fernsehen? Im Fernsehen, nein, da ist, liegt im Moment nichts an, aber ich bin auf Tournee. Und da bin ich schon jetzt ein Jahr unterwegs und es werden wohl noch zwei Jahre werden. Yes, das nach. Ja. Aber Sie schauen ja so blendend aus, ist kein Problem. Ich habe sogar gehört, Sie feiern in ein paar Tagen Ihren 83. Geburtstag. Ja, und dazu gratulieren wir ganz besonders herzlich. Dieser Beruf ist absolute Berufung. Da gibt es nur dieses eine
eben immer Tag und Nacht unterwegs sein und man sieht ja, es hält sie jung. Am Theater auf Tournee, was sieht man denn da für Stücke? Das ist natürlich ein heiteres Stück, das heißt Mein ehrlicher Tag. Eine Mutter, der Mann ist gestorben, sie muss die Tochter allein durchbringen, sie geht scheuern, reinmachen, sie schuftet und redet auch jedem nach dem Mund, und, um ja nichts falsch zu machen. Nur einmal, da ist sie geplatzt und hat einer Frau furchtbar die Meinung gesagt und hat sich danach so wohl gefühlt, dass sie gemerkt hat, sowas braucht sie. Sie braucht mal einen ehrlichen Tag. Nun kann sie das ja nicht jeden Tag machen, nicht? Dann hätte sie ja nichts mehr zu tun. Also einmal in der Woche? Einmal in der Woche. Ja, das muss man merken, das mache ich jetzt in Zukunft auch. Ach so. Und ich auch einmal in der Woche, dann bist du abwesend, gell? Das kann man gut vorstellen. Ich sagen, dann müsst ihr den gleichen Tag nehmen, dann habt ihr 6 Tage Ruhe. Ja. Womöglich sind wir dann uns gegenseitig beleidigt, gell? Na, aber unabhängig davon, liebe Heidi, in Sachen Musik bist du ja auch sehr bewandert, hochmusikalisch. Du wolltest Pianistin werden? Ich wollte... Aber dann kam Dr. Ohnsorg dazwischen, er suchte Nachwuchs und meine Freundin wollte so gern hin, mochte nicht allein hingehen. Ich bin mitgegangen, ich bin da geblieben und sie ist wieder gegangen. Gott sei Dank, und wir hören ein schönes Lied. In Hamburg sagt man Tschüss. Aber wir sagen noch lange nicht Tschüss, denn wir hören zuerst unsere, eure Heidi Kabel. Viel Vergnügen. Seemann so jung fuhr weit übers Meer von Hamburg nach Shanghai. Er sagte beim Abschied nicht Lebewohl und auch nicht Adieu und Goodbye. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen. In Hamburg sagt man Tschüss, das klingt vertraut und schön. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Zu Hause am Land erwartete ihn ein Mädchen, all sein Glück. Ihr Tschüss klang ihm nach, wohin er auch fuhr. Es trieb ihn nach Hause zurück. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen. In Hamburg sagt man Tschüss, das klingt vertraut und schön. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen. In Hamburg sagt man Tschüss, das klingt vertraut und schön. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Tschüss. Wir sagen noch nicht Tschüss. Nein, beileibe nicht. Bei uns geht's noch weiter. Die Heidi, liebe Zuschauer, ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch eine Gaumenfreude, also so richtig sozusagen zum Anbeißen. Das sieht man auch an dieser jungen Dame, die jetzt neben mir steht, die ich Ihnen vorstellen darf. Die amtierende Heidi-Königin aus Schneverdingen, aus Snevern, wie sie mir erzählt hat, Katrin Schulz. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wie wird man denn eigentlich Heidi-Königin, Katrin? Ja,
Um das Amt der Heidekönigin kann man sich nicht bewerben. Man wird hierzulande vom Vorstand des Verkehrsvereins ausgesucht. Hat der eine tolle Aufgabe. Mensch, na mal. Da möchte ich auch, wie hast du gesagt, Direktor vom Verkehrsverein. Ja, ich bewerbe mich um den Posten, dann darf ich die nächste Heidekönigin aussuchen. Bekommt eine Heidekönigin auch viel Fanpost oder Liebesbriefe? Oh ja, da kommt schon manch ein Brief an. Da sind einige Herren sehr charmant und schreiben Gedichte oder schicken gemalte Rosen. Da sind aber auch andere, die das doch schon recht direkt formulieren und dann mal mit der Tür ins Haus fallen. Ja, der kommt wahrscheinlich mit dem ganzen Rahmen dann wahrscheinlich rein. Man weiß ja nie genau, aber da wollen wir jetzt wirklich nicht näher drauf eingehen. Wir haben hier rechts einen ganz netten jungen Burschen. Er ist sozusagen Page. Das ist der Wolfgang. Ein netter Kerl. Lach einmal wenigstens. Hi. Ja. Alles klar. Und diese kleine Prinzessin, das ist die Pagin, das ist die Dorothy. Möchtest du auch einmal Heidi-Prinzessin werden? Ja. Ja? Ha? Muss man noch lange warten auf dich, oder? Ja. Ja. Möchtest du auch so groß werden wie deine Heidi-Königin? Das weiß ich nicht. Das weißt du doch nicht. Also wir warten doch ein bisschen, aber ganz hübsch, wie ihr beide aussehen. Wir haben ja in der Heide wunderbare Spezialitäten, die sind hier aufgebaut. Ich erzähl mal, Heidschnuppenbraten, Buchweizenpfannkuchen, Forelle Müllerin-Art, dann ein Kartoffelkuchen. Das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Was ist das? Ja, der Kartoffelkuchen ist eine Süßspeise, also ein richtiger Kuchen, in den statt des Mehlanteils sehr viel Kartoffeln mit reingegeben werden. Also etwas, was richtig schlank macht, Katrin. Ja, und Schnuckenknipp, also das ist ja fast der Zungenbrecher. Was ist denn Schnuckenknipp? Das Schnuckenknipp wird hergestellt aus dem Fleisch der Schnucke. Das wird also zu Hackfleisch verarbeitet, mit Graupen vermengt, gewürzt und dann richtig knusprig gebraten. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Und zu trinken gibt es natürlich auch einiges. Heidelbeerwein, Kartoffelschnaps, Wacholderschnaps ist natürlich klar, sieht man ja hier mit den Sträucher. Dann Honigmet, so nach dem Motto Met in Deutschland. Und dann haben wir hier den weltberühmten Ratzeputz. Was ist das jetzt genau? Der Ratzeputz ist eine Spezialität und wird gebrannt aus Ingwer hier in der Lüneburger Heide. Ist allerdings ein Geheimrezept, hat allerdings schon 58%. 58%? Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich nicht mein Geld in Ratzeputz anlegen soll, weil da kriege ich ja 58%, bei der Bank nur 2,5. Ja, man weiß ja nicht. Ich möchte mich bei dir, liebe Katrin, ja, Sie dürfen gern ganz besonders herzlich bedanken für deinen Besuch, dass du da warst. Auch euch beiden ganz herzlichen Dank. Normalerweise würde jetzt an dieser Stelle eine Kollegin auftreten, die leider erkrankt ist, im Krankenhaus liegt, die wir ganz besonders herzlich grüßen wollen. Sie ist schon auf dem Weg der Besserung, trotzdem auch von uns. Ganz, ganz liebe Grüße an unsere Kollegin und Freundin Lolita. Und jetzt kommen wir zu musikalisch-kulinarischen Schmankerln. In Wien ist bekanntlich das Schnitzel zu Haus, in Leipzig, da gibt's allerlei. Aus München, da führt man das Kindl aus, in Nürnberg erfand man das Ei. Aus Frankfurt, da kommen die Würsteln her, in Königsberg schätzt man die Klopse so sehr. Und Rüdesheim am Rhein hat seinen goldenen Wein. Aber was ist das alles gegen Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, sind wie ein himmlischer Gruß. Als damals die Eva den Adam verführt, was glauben Sie, hat ihm wirklich serviert. Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, hat sie ihm wirklich serviert. Und alle! Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, hat sie ihm wirklich serviert. In Hamburg, das ist ja weltbekannt, mein Hamburg liegt an der Woderkant. Mein Hamburg, das ist so blitzeblank. Und wer das nicht läuft, der guckt mal lang. In Hamburg hebt sie die beste Kost. In Hamburg hebt sie den großen Durst. In Hamburg hebt sie der größte Muhl. Und sechs Uhr wohl rummelt, denn sind sie nicht fuhl.
und Zeit in die Nase. Wir ahnen zu viel Duft, denn krieg ich so'n Heimweh nach Hamburger Luft. Denn wünsch ich mir nichts als ne Mütze voll Wind und ein Schiff mit sechs Segeln, was nach Hamburg mich bringt. Das steigt, dann gibt die den Herrn das Sehnerste Blatt. Holla, Ria, Holla, Rio, Holla, Ria, Holla, Rio. Wenn's Schweinsbraten hagelt bei Tag und bei Nacht, dann findet die Großwetterlage erwacht. Holla, Ria, Holla, Rio, Holla, Ria, Holla. Der weltberühmte Ratzeputz, liebe Maria. Der macht uns jung. Ich auch. Und gesund. Ja, der macht uns 58% jünger. Gesundheit. Gesundheit, Maria. Gesundheit, liebe Heidi. Mariandl. Gesundheit. Jetzt weiß ich auch, wie man wenigstens für wenige Zeit die Frauen zum Schweigen bringen kann. Ja. Aber nur für wenige Zeit, bitteschön, gell? Der brennt ja bis hinter die Ohren, der Ratzeputz. Ja, darum heißt er ja Ratzeputz, weil er alles wegbrennt. Leider, meine Damen und Herren, müssen wir schon wieder auf Wiedersehen sagen. Wir sehen uns aber gleich wieder nächste Woche. Wir laden Sie ein, reservieren Sie sich unsere Zeit um 14 Uhr mit einer etwas anderen Sendung mit fetziger Rockmusik, Volksmusik, Rockmusik. Und zwar unter dem Motto anlässlich der Internationalen Funkausstellung Berlin: Alpenrock im Sommergarten. Und wer dann noch immer nicht genug hat, liebe Freunde, der soll einschalten, sein Glotzophon. Und zwar am Sonntag, den 14. September, wie immer um 20.15 Uhr. Dann nämlich kommen die lustigen Musikanten von der Stromburg bei Stromberg am Rhein. Ja, und es geht natürlich in diesem Weinland Rheinland-Pfalz um diesen herrlichen Rebensaft. Das heißt, also, es geht um viel Wein, Weib. Und natürlich so nebenbei um Gesang. Ja, der ist auch dabei. Mit Gesang, meine Damen und Herren, dürfen wir uns verabschieden mit herrlicher Musik, Heide. Musik im Speziellen mit Heidi-Liedern zu unserem Finale. Wir sagen Dankeschön gleich zu Beginn mit einem Lied vom Heimatdichter Hermann Löns. Wir sehen uns bald wieder. Und wie sagt man in Schneverdingen in der Lüneburger Heide? Na, das weißt du doch. Tschüss! Sie sagt Tschüss, ich sag Servus. Pfiat euch, auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.
unser Schatz, denn du weißt es ja. Als ich gestern einsam ging, durch die grüne, grüne Heid, kam ein junger Jäger an, trug ein grünes, grünes Kleid. Ja, grün ist die Heide, die Heide. Ich wünsch mir, dass dies alle Zeit für uns so bleibt.